Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist ein weiteres Video von Schwarz-Weiß. In dieser Ausgabe sprechen wir über das letzte Formel 1 Rennen in Baku. Bleibt dran! Der große Preis von Aserbaidschan in Baku ist so weitergegangen wie es das vorherige Rennen in Monaco angedeutet hat. Es entbrennt ein heißer Kampf um die Weltmeisterschaft, um die Führung in der Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft zwischen Red Bull und Ferrari. Ferrari hat sich für dieses Rennwochenende sehr viel vorgenommen, aber das eine oder andere Mal etwas Pech gehabt. Red Bull hat einen Sieg zu verzeichnen und aber auch meiner Meinung nach wieder einen schwarzen Fleck auf ihrer weißen Weste. Obwohl Max Verstappen das Rennen gewinnen konnte und es mal wieder ein Rennsieg für Red Bull gegeben hat, obwohl Red Bull die Konstrukteursweltmeisterschaft und Fahrerweltmeisterschaft weiter ausbaut, schwebt die schwarze Wolke der Stallorder über dem Rennteam. Perez legte einen sehr guten Start meiner Meinung nach hin, Verstappen einen ausgezeichneten Start. Über das Rennen hinweg konnten sich beide Red Bull-Fahrer mit den Fahrern von Ferrari ein Duell auf Augenhöhe liefern. Zum Sieg für Verstappen trug definitiv mit bei, dass Ferrari wieder mit Standhaftigkeitsproblemen und einem defekten Motor bei Charles Leclerc klarkommen musste. Damit wird es, wie ich schon vermutet habe, tatsächlich eine Weltmeisterschaft, die mindestens zu 50, wenn nicht sogar zu 60% von der Standhaftigkeit der Autos lebt. Und ja, wie wir bei Red Bull sehen, von Stallorder. Es wird meiner Meinung nach explizit und mit Vorsatz dafür gesorgt, dass Verstappen Vorteile gegenüber Perez hat. Es wird dafür gesorgt, dass wenn man sich zwischen Perez und Verstappen entscheiden muss, eine Entscheidung zugunsten von Max Verstappen getroffen wird. Und das zulasten von Perez. Natürlich kann man hier jetzt sagen, Perez ist als Nummer 2 Fahrer engagiert worden und Max Verstappen ist der amtierende Weltmeister. Ja, kann man argumentieren, er ist Weltmeister des Jahres 2021. Das ist aber in keinster Art und Weise ein Freibrief für die Weltmeisterschaft 2022. Denn für mich lebt die Formel 1 dahingehend, dass die Weltmeisterschaft derjenige gewinnt, der bessere Fahrer ist und auch der über die Distanz konstanteste Fahrer und das konstanteste Team. Wenn wir hier dann mit strategischen Teamentscheidungen zugunsten eines Fahrers und zulasten eines anderen Fahrers eingreifen, verliert für mich einfach die Formel 1 ihre Daseinsberechtigung, ihre Existenz, ihre Spannung und Aufregung. Es ist ähnlich wie, dass die Weltmeisterschaft 2021 am grünen Tisch durch Entscheidung von Dritter entschieden wurden und nicht durch die Fahrer über 20 Rennen hinweg. Es ist einfach so, dass externe Faktoren dafür gesorgt haben, dass jemand bevorteilt wird und wer anderer benachteiligt wird. Und das ist nicht im Sinne des Sports. Das ist für mich nicht Rennfahren. Rennfahren ist es für mich, so wie wir es in Baku gesehen haben. Perez ist in Führung, Perez liefert Top-Rundenzeiten ab, Perez in seinem Red Bull kann um den Sieg mitfahren, bekommt dann einen Funkspruch und wird Zweiter. Nicht durch sein fahrerisches Talent, nicht durch sein Können, nicht dadurch, dass er nicht gut genug war, um zu siegen, was er war.
Baku hat es wieder mal bewiesen. Monaco, als er das Rennen, den großen Preis von Monte Carlo gewinnen konnte, hat er bewiesen, er kann um Siege mitfahren. Er hat die Fähigkeiten. Er ist nicht einfach nur ein Wingman, der als Puffer dient zwischen zwei Rennwegen. Und dann entscheidet wer anderer, du wirst jetzt Zweiter und du gewinnst. So funktioniert für mich Rennsport nicht. So funktioniert für mich generell kein Sport. Sport ist für mich die Kombination aus Talent, persönlichen Charakter, Fähigkeiten und Material, wie beim Skifahren. Ich habe beim Skifahren auch nicht jemanden auf der Rennpiste zu stehen, der im Schnee mit seinen Zetteln, Notebooks, Kameras und Funkgeräten dort steht und Computern dort steht und dann entscheidet, du gewinnst jetzt dieses Rennen und du nicht. Du landest auf dem Stockerl und du fällst aus. Das ist kein Sport, das ist Politik oder das ist Strategie. Da spielen wir ein Strategiespiel. Ja, genau, wir spielen jetzt anscheinend, so wie Red Bull die Formel 1 wahrnimmt, ein Strategiespiel. Ein politisches Strategiespiel. Und das ist extrem schade. Natürlich kann man auch sagen, Leclerc hat bei Ferrari auch den Sieg verdient. Er hatte auch die Rennpace an, dann kackte sein Motor ein und er konnte das Rennen nicht einmal beenden. Ja, auch Pech. Das ist natürlich auf eine Art und Weise genau so ein Pech wie bei Perez in seinem Red Bull und seiner Stallorder, der er nachgeben musste. Nein, ist es nicht, weil für Leclerc niemand entschieden hat, dein Motor gibt jetzt den Geist auf, dein Motor hält die Renndistanz nicht durch. Bei Perez schon, bei Perez sind Christian Horner oder Helmut Marko oder Jos Verstappen da und hat einen Knopf gedrückt und entschieden, Verstappen gewinnt, Perez, Sergio Perez nicht. Dann brauche ich mir es nicht ansehen. Wenn sportliche Leistungen durch irgendwelche menschlichen Entscheidungen fernab des sportlichen Wettkampfes getroffen werden, brauche ich mir nicht mehr ansehen. Will ich nicht mehr sehen. Dann Ende Gelände, dann können wir es auch gleich auswürfeln. Oder ihr setzt euch gemeinsam an den Tisch hin und diskutiert das aus und der weiß ich nicht, lauteste Stimme hat oder die das Totschlagargument dann vorbringt, der entscheidet, der gewinnt da. Ja, da brauche ich aber keine Fahrer und kein Rennauto, kein. Das, ja, wiederhole mich, das ist dann für mich leider Gottes kein Sport mehr. Und wenn wir jetzt aber wieder auf das Sportliche zurückkommen, auf das Technische zurückkommen und auf das Pech, das was Charles Leclerc nun zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche widerfahren ist, es wird ihm so viel abverlangen. Er tut mir so leid, so sehr vom Pech verfolgt zu sein, dass hier keine andere Möglichkeit mehr bestand, irgendetwas zu retten, sondern einfach sein Motor den Geist aufgab, fast explodierte und das Aus für Charles Leclerc bedeutet hat. Liebe Ferraris, ihr wisst doch, wenn ihr solche Rennen fährt, wenn ihr Weltmeister werden wollt, dann braucht ihr ein Auto, das auch über eine Renndistanz durchhält. Und wenn, zumindest ist das für mich die Erklärung, dass der Ferrari-Motor seinen Geist aufgegeben hat, Hitze noch dazukommt, so wie es in Baku der Fall war, und ich schon mit meiner Performance vom Motor und der Standhaftigkeit der Teile ans Limit gehe, was ich annehme, dass Ferrari macht, um A, die Leistung zu erbringen und B, auch die Chance zu haben, das wettzumachen, was in den letzten Jahren schiefgegangen ist, dann kann ich nicht noch einmal einen drauflegen und noch mehr an der Substanz des Motors kratzen und von dem so viel abverlangen. Dann muss ich davon ausgehen, dass über eine gewisse Renndistanz bei diesen Umweltfaktoren in dieser Kombination von Strecke
Umwelt, Auto, auch was daneben geht, auch ein Teil brechen kann. Und das ist meiner Meinung nach in Baku bei Ferrari schiefgelaufen. Sie haben sich überschätzt, sie haben dem Motor zu viel abverlangt und sie haben die hier thermischen Einflüsse der Strecke unterschätzt. Und ich hoffe, dass sie das in der nächsten Zeit hinkriegen und hier mit etwas mehr Strategie vorgehen und nicht hopp oder top fahren. Also nicht entweder wir sind die Schnellsten und buttern alle anderen Teams unter mit dem Risiko, wir fallen aus und machen dann null Punkte, sondern etwas mehr darauf schauen, ja, im Zweifelsfall ist das nicht unsere Rennstrecke, im Zweifelsfall sind wir hier nicht siegfähig, aber wir kommen um die Renndistanz drüber, wir schaffen es vielleicht auf Platz 2 oder Platz 3, dann eventuell auch mit beiden Autos direkt hintereinander und holen für das Team auf dieser Rennstrecke mit diesen technischen Möglichkeiten das Maximum heraus. Ein Ausfall oder gar ein Doppelausfall kann nie eine Alternative sein, darf nie zur Diskussion stehen. Und dieses Risiko darf eigentlich nie bewusst eingegangen werden, dass dies möglich ist. Denn auf diese Art und Weise gewinnt man keine Weltmeisterschaft. Vielleicht mit viel Glück eine Fahrerweltmeisterschaft, aber keine Konstrukteursweltmeisterschaft. Wo wir jetzt natürlich Red Bull schon in einer deutlichen Führung haben. Klar, das kann sich schnell wieder ändern. Das Pech kann auch mal zu Red Bull wandern. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen. Ich muss aktiv etwas hier ändern von Seiten von Ferrari. In diesem Sinne hoffen wir auf das Beste. Hoffen wir, es geht bei den nächsten Rennen spannender weiter mit natürlich weniger Ausfällen für Leclerc und Red Bull und auch Mercedes. Mercedes hoffen wir, dass sie hier etwas mehr Boden wieder gut gewinnen und etwas mehr an Ferrari und Red Bull heranrücken können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal aktiv unterstützen wollt, lasst gerne ein Abonnement für den Kanal da und ein Like für dieses Video. Es ist nur ein, zwei kleine Mausklicks für euch, aber eine riesengroße Unterstützung für den Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.